Hallo, mein Name ist Arnulf Koch. Heute werde ich mal mit Hilfe von WeGlide einen Flug von mir analysieren. Zielgruppe ist quasi so Streckenflugneulinge in unserem Verein, damit alle Streckenflugneulinge oder ja Leute, die es einfach nicht so stark danach analysieren. Ziel ist es ja immer, größere Strecken zu fliegen. Dazu muss man schneller fliegen, weniger kurbeln, mehr gleiten, und dafür hat WeGlide ziemlich viele gute Funktionen. Die meisten davon sind, glaube ich, in der Gratis-Version. Es gibt aber auch einige, die in der Premium-Version sind. Ich stelle es jetzt einfach ein bisschen vor und dann kann sich jeder vielleicht rauspicken, was für ihn taugt. Also wir sind auf WeGlide.org, da lädt man seine Flüge hoch für DMST und eigenes Flugbuch, und im Profil dann hat man die Flüge. Und ein besonders schöner Flug, das war mein längster und weitester mit ja knapp 10 Stunden und 820 Kilometer, 850 wollte ich fliegen. Und jetzt schauen wir mal, warum das A nicht geklappt hat und warum alle anderen da irgendwie 1000 Kilometer an dem Tag geflogen sind. Aber ich selber bin jetzt auch nicht der große Streckenflieger. Ich bin ja, sag mal, da taste ich mich jetzt gerade ein bisschen vor, jetzt erst mit Sitzfleisch gewinnen. Ich bin ja mehr im Kunstflug, in der Schulung auch im Verein sehr stark engagiert, und eben dann bleiben nicht so viele Wochen übrig für Streckenflug, und ein anderes ist einmal Grund für meine schlechte Leistung, wird man vielleicht dann auch sehen. Wenn man erstmal so einen schönen Flug hat, dann gibt es eine schöne Funktion, das ist das Plus hier, das sind die Sammlungen, und dann kann ich zum Beispiel zu tolle Flüge hinzufügen, und dann habe ich in meinem Profil meine Flugsammlungen, und dann habe ich zum Beispiel Streckenfluganweisungen oder eben tolle Flüge, und dann sind die alle zusammen, dass man nicht vielleicht in der Wust von vielen Flügen das hat, sondern an die man sich besonders gerne erinnert drauf hat. Also das ist erstmal eine sehr schöne Funktion von WeGlide. Aber gehen wir wieder zu dem Flug zurück. Das erste Interessante sind einfach erstmal die Satellitenbilder, dass man sich anschaut, wie war das Wetter an der Stelle, wo man gerade geflogen ist. Denn sehr oft und auch bei meinem Flug habe ich einfach die Route falsch gewählt. Ich habe dieses Dreieck ausgeschrieben. Machen wir das Satellitenbild weg, dass man ein bisschen besser sieht. Ich wollte also hoch, kurz vor dem Luftraum Erfurt. Dann runter habe ich bei Straubing eine Wende gemacht. Und dann wollte ich rüber in Pfälzerwald und zurück. Die Vorhersage, ich habe mich umgeändert am letzten Tag. Am Tag vorher hatte ich noch quasi Klippeneck als Wendepunkt drin, habe aber dann, da war die Wettervorhersage in SkySight nicht ganz so gut, habe dann umgeplant, war eine sehr schlechte Entscheidung. Also das sind tatsächlich bei den Wendepunkten ein paar Sachen, aber die sieht man jetzt gleich auf den Satellitenbildern sehr schön. Also früh erstmal um Kitzingen herum, zoomen wir mal ein bisschen hier rein, sieht man, gut, zoomt wieder raus. Aber es hat gedauert, bis die Wolken hier losgehen. Währenddessen halt einfach hier im Bereich vom Bayerischen Wald oder unten an der Schwäbischen Alb die Wolken einfach schon viel früher sich entwickelt haben. Das ist halt einfach der Startort. Wenn man da besser sein will, muss man wohl einfach ein bisschen weiter wegfahren oder irgendwie rausgleiten. Aber das war unter der Woche mit dem Segelflug ohne Hilfsmotor. Da ist natürlich immer das Auslanderisiko hoch. Und das war erstmal die erste Geschichte, dass ich jetzt sehr lange gekreist bin. Irgendwann war ich hier auch nur noch mal dann 292 Meter AGL bei dem Punkt. Und ich wollte einfach erst die Sicherheit haben, dass ich wirklich auch überhaupt hochkomme, weil die Bodenmannschaft war schon wieder weg. Und dann Außenland mit so viel Aufwand, dass man extra für sich ein paar Starthelfer organisiert hat. Und dann der ganze Tag weg, also ich wollte den Tag einfach nutzen. Also da sehr lange erstmal rumgekreist, bis ich dann hier abgeflogen bin, ja, was war das dann, 8.39 Uhr, gestartet bin ich 7 Uhr, ja, sowas 55 rum, also 50 Minuten später erst bin ich überhaupt abgeflogen. Ich habe auch wirklich sehr schwer getan, da was zu machen, mich eigentlich eher runtergeschraubt. Und dann sieht man, entstehen hier die ersten Wolken, und die nehme ich dann auch, um damit dann abzufliegen, und dann geht der Tag los. Aber zu anderen Flügen halt war ich dann eine Stunde später schon mal erstmal dran. Also das war die erste Sache, das Learning daraus. Ich weiß nicht, zu irgendwo hinfahren, wo halt einfach typischerweise die Thermik früh startet oder so, ist halt auch immer mit viel Aufwand verbunden, aber wahrscheinlich braucht man das für die großen Flüge. Danach sehr lange im Boden hier gekämpft, immer weiter hoch. Das nächste Thema war natürlich die Wände auf der anderen Seite vom Thüringer Wald. Ich habe hier mehrere Anläufe. Man kann unten mit dem Mausrad am Baugramm reinzoomen. Dann geht da auch oben die Karte auf den Bereich, wo man dann drin ist. Und auch hier
habe ich mich nicht getraut, quasi den Thüringer Wald einfach direkt zu kreuzen. Bin erst so ein bisschen entlang nach Suhl geflogen, hier dann auch wieder nicht so hoch über dem Grat. Und dann erst habe ich gekreuzt und bin auf der anderen Seite rüber geflogen. Also da auch ein Learning, was ich mir für die Zukunft nehme. Und wenn man da andere Flüge sich anschaut, die sind halt einfach auf einer Seite geblieben. Das heißt, man nimmt einen Wendepunkt, der vielleicht ein bisschen weiter nördlich ist, aber dafür halt auf der einem zugelegenen Seite von dem Thüringer Wald. Also das war eine Sache, die hätte man auch besser machen können. Und sieht man halt dann hier unten schön im Baukram. Dann ging es runter. Hier irgendwann ist dann die Basis gut geworden. Und der nächste Thema, der dann ein bisschen suboptimal war, auch hier wieder relativ tief gewesen. Man sieht es hier, einfach dieses blaue Loch da drin, den Wendepunkt im blauen Loch gelegt. Also auch das, da war in Skyside eigentlich ja sehr hohe Schnittgeschwindigkeit da drin vorhergesagt. Aber es wäre zum Beispiel KAM dann ein viel besserer Wendepunkt gewesen, den auch viele andere erfahrene Streckenflieger gewählt haben. Also hier einfach schauen, was machen andere Piloten. Und dafür ist natürlich so ein Learning da, wenn ich dann so einen Tag hatte. Ich bin jetzt irgendwo tief gekommen oder generell habe ich da schwer getan. Einfach dann schauen, wo haben andere Piloten da etwas gemacht. Das kann man zum Beispiel links in der Thermikrückschau, nehmen wir den nächsten Punkt mit rein. Und der zeigt einen jetzt hier mal in der Zeit, wo man ungefähr an dem Ort war, wo andere hochgeladene Flüge, wir können jetzt mal kurz die Satellitenbilder wegmachen, damit man es besser sieht. Dann zeigt er an, als ich hier war, waren hier hinten in dem Bereich Bayerischer Wald waren 4 Meter Bart, hier auch natürlich an der Grenze 3,7, 3,9. Währenddessen hier in dem Flachland ist halt einfach niemand drin gekurbelt. So ein bisschen, vielleicht ein bisschen reinzoomen, dann sieht man es ein bisschen besser, die kleinen Werte. Also das ist solche Einlearning, einfach im Mittelgebirge drinne bleiben. Auch generell eine tolle Funktion. Auch hier sieht man, schauen wir uns mal den Flugweg ein bisschen vorher an. Wie war der da an der Stelle? So ein bisschen reinzoomen, dass die Werte auch kommen. Also da war der tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Da war ich schon im Bereich von dem, wo auch gute Werte waren. Wobei hier diese starken Werte, die wären noch weiter östlich gewesen. Also das kann man damit ein bisschen rumspielen. Eine super Funktion von Beeglight, was die da einfach mit anbieten. Danach, wenn es dann jetzt weitergeht, schieben wir das Baukram ein bisschen rüber. Und gehen wir ein bisschen runter. Auch dann merkt man, dass der Flug halt einfach natürlich die meisten diese Rennstrecke hier benutzt haben, hier oben einfach nördlich an Stuttgart vorbei. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, das zu machen, weil eigentlich heißt immer Kraichgau ist Schleichgau. Also, dass man hier in der Regel immer wenig findet, hat sich jetzt da auch bemerkbar gemacht. Und dann habe ich die Aufgabe abgebrochen, weil auch da wieder eben unter der Woche mit, sage ich mal, noch keinem vereinbarten Rückholer, den müsste ich mir erst suchen. Und ich bin erst 2 Wochen davor irgendwo in Hessen außen gelandet. Und das wollte ich nicht jetzt schon wieder machen, weil auch das war stundenlange Rückholtour. Also habe ich gesagt, nee, ich war einfach zu langsam auf meinem ganzen Flug bis dahin. Ich hätte ungefähr einen 100er Schnitt gebraucht und man sieht, ich habe einen 85er Schnitt geflogen. Und das war halt einfach zu langsam und dann bringt es auch nichts, das durchzuziehen. Die 2 Wochen, wo habe ich es gemacht. Und dann hat es halt in der Außenlandung geendet. Aber schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Also ich bin hier gekommen und der Flugweg und man sieht es dann, ich komme immer weiter her und in dem Bereich hier einfach das blaue Loch wurde immer blauer. Und dann gehe ich hier raus und ich bin einfach in der letzten Wolke gekurbelt und habe dann gesehen, nee, also das jetzt da raus, das Ding so ein bisschen rüber, genau, also jetzt hier rausfliegen, entweder, dass ich dann ein bisschen weiter wieder nördlich rumgehe, aber auch da sah es nicht so toll aus und da habe ich gesagt, weg damit. Und das war Start und Ende des Tages und dann hat man am Schluss quasi zurückgeflogen, jetzt war es schon immer noch tolles Wetter natürlich, da wo die Wolken waren. Also was macht man? Man macht doch die Schenkel voll, dass man wenigstens so ein paar Kilometer macht, weil sonst wären es vielleicht, oder man müsste hier beim Dreieck sehen, wie viele Punkte es sind. Genau, es waren 700 Kilometer Dreieck dann effektiv, was ich dann geflogen bin. Und um da halt auch noch 800 irgendwas Kilometer zu machen, muss man noch mal Schenkel reinlegen. Und dann kommt es einfach darauf an, dass man noch irgendwie probiert, gerade Linien reinzuzeichnen. Dann bin ich hier noch mal ein bisschen nach Norden geflogen. Man sieht die Wolkenstraße, hier endet sie am Frankfurter Luftraum. Da bin ich dann wieder umgekehrt, noch eine in den Steigerwald reingelegt und zurück. Tatsächlich hat er vorher mir hier 2 Schenkel draus gemacht, weil ich hatte ein bisschen Abweichung, primär geschuldet hier durch den Grafenwöhrer Luftraum. Also ich bin, hier unten ist Grafenwöhr. Also quasi an dem bin ich vorbei und dann wieder runter. Und den Schenkel habe ich natürlich dadurch verloren. Also das muss man auch mal ein bisschen im Flug mitrechnen. Also ich muss dann wirklich, hätte es sich gelohnt, in den Steigerwald reinzufliegen oder nicht. Aber gut, Thermik war gut, also man konnte es so oder so machen. Und dann
verliert man halt wieder einen Schenkel, weil man hat nur 6 Schenkel dafür für diese Free-Wertung. Und eben, um Punkte zu bekommen, gerade bei so größeren Flügen, hat einfach dann Sachen in irgendeine Richtung geradeaus möglichst zu verlängern. Okay. Phasenanalyse ist jetzt eine Funktion, die auch sehr, sehr toll ist. Schauen wir uns wieder, was ich vielleicht am Anfang mal was an. Zoomen wir da wieder ein bisschen rein. Hier zeigt er mir immer an grüne Phasen, bei der man quasi eine gute Thermik hat. Dann hier rote Phasen, wo man quasi erfolglos Thermik gesucht hat. Und so gehört dann einfach der gesamte Flug quasi aufgebaut. Wir können jetzt mal schauen, ob man es noch mit der Thermik-Rückschau noch kombinieren kann, dass man sieht, was war neben dran. Und dann kann man eben schauen, bin ich da jetzt gut gekreist oder nicht? Habe ich da gute Entscheidungen getroffen? Zum Beispiel hier 1,2 Meter pro Sekunde. Machen wir ein bisschen größer. Mit 1,2 Meter pro Sekunde gemacht und dann ein bisschen weiter geflogen, wo ich 1,5 hatte. Also das war dann okay. Auch hier mit 0,6 erstmal 50 Meter. Wahrscheinlich war ich dann nicht mehr so hoch, dass ich die genommen habe. Wo ist mein Flugzeug? Ja, wobei geht sogar 1000 Meter AGL, aber war nichts weitergekommen und dann 2,8 Meter Bart genommen und so, ja, kann man sich das nochmal anschauen. Hier auch wieder 2,0, neben dran waren 2,1, okay, da nicht so viel falsch gemacht. Auch hier irgendwie ein 2,1er Bart war, ich bin im 1,4 gekreist, also da habe ich offenbar ja was ziemlich dumm gemacht. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache, dass man sowohl seine eigenen Bärte sieht, was man gemacht hat. 1,2, dann nochmal 1,3. Schauen wir mal, gab es da irgendwas Besseres in der Gegend? Und ich kann das Baugramm wieder weiterschieben mit der Maus einfach. Dann sieht man die anderen. Nee, hier sind nicht so viele andere geflogen. Hier unten war dann vielleicht nicht so schlau. Da war es dann wieder ein bisschen tiefer gekommen. Bin ich an dieser Hügelkette, der Wind kam ja von links hoch, aber man sieht hier vorher war irgendwie ein 3,2 Meter Bart, na gut, war schon ein bisschen vorher, aber der war dann wieder über den etwas hügeligeren Bereich. Und so kann man das einfach immer schauen, erinnert man sich dran, wo man gerade war und sieht seine eigenen Bärte und das, was hier zum Beispiel 2,4 neben dran stand, die 3 Meter, hätte man also vielleicht hier seinen Flugweg ein bisschen anders machen oder hier die 4,6 und man ist genau zwischen den zwei guten Bärten durchgeflogen, so ist das halt. Gut, schieben wir weiter. Okay. Was tatsächlich auch ein Erfolgsfaktor war, was ich gemerkt habe, ich bin viel besser geflogen, als ich mal einen Gefährten hatte. Für 22 Minuten hat ein Arkus mich begleitet. Da kann man hier unten einfach bei Gefährten, und ich gehe auf die andere Seite, dass man sieht, man kann also hier die Gefährten einklappen und dann sieht man, was am längsten war. Und mit dem Arkus war wirklich schön. Klicken wir auf Vergleichen. Genau, dann geht hier oben einfach die zweite ID mit in die Adresszeile rein. Das kann man auch selber sich einfach beliebige Flüge miteinander vergleichen. Wenn man sich irgendwelche anschaut, die man halt vielleicht der einfach immer 10 oder 20 Minuten vor einem war, dann hat man ja nie den als Gefährten gehabt, aber vielleicht trotzdem was Ähnliches. Und dann sieht man jetzt hier, wo ist man da quasi lang geflogen. Schalten wir mal wieder die Thermikrückschau aus. Und dann hat man hier einen Bereich, wo wir gemeinsam waren. Und das war wirklich schön, weil wir die gleiche Höhe hatten. Und da ist auch wieder ein Learning, konzentriert fliegen. Weil nämlich auf einmal, wenn der andere ist, dann will man sich nicht auskurbeln lassen. Dann kurbelt man auf einmal steiler, kurbelt man langsamer, fliegt einfach perfekter. Schaut, dass man wirklich auf den anderen ausgerichtet ist. Und auch beim Vorflug war ich ein bisschen konzentrierter. Und natürlich, was wir wirklich gemacht haben, der eine ist ein bisschen links, der andere ist ein bisschen rechts geflogen. Und dann sieht man schon, oh, da steigt er oder ich steige gerade besser. Und dann kommt er zu mir oder ich komme zu ihm. Und so, also wenn man im Teamflug ist, auch das holt, glaube ich, nochmal einfach viel raus. Und dann kann man sagen, wie hier hat sich es halt einfach auch zufällig. Und er war auf der Rennstrecke quasi Schwäbische Alb unterwegs. Und ich hatte nur dieses kurze, diesen kurzen Bereich. Wenn ich einfach eine klassische Rennstrecke fliege, dann habe ich natürlich vielleicht auch höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich ein ähnliches Flugzeug wie hier, Arkus und Ventus 2, die gehen absolut identisch, dass ich da dann natürlich dann ein bisschen auch sowas wie Teamflug machen kann und so diese Vorteile nutzen, dass ich dann einfach dort eine Boje habe, die ich dann auch vielleicht im Flammdisplay oder sowas sehe, wie viel steigt er da, wie viel steige ich da, lohnt sich jetzt schneller oder langsamer zu fliegen, also auch das ist jetzt ein Learning, vielleicht mehr die klassischen Strecken zu nehmen. Eine ebenfalls ganz lustige Funktion ist die Tagesrückschau. Machen wir wieder ein bisschen kleiner. Jetzt lädt er alle Flugzeuge des Tages rein. Und jetzt zeigt er die Flugspuren ein, wer zum Beispiel in meiner Umgebung da jeweils war. Oder gehen wir hier wieder rein. So. Und dann sieht man die Flugspuren von allen möglichen anderen Flugzeugen. Nehmen wir mal zum Beispiel sagen, das Steigen von denen mit her.
Okay, macht nicht. Aber man sieht auf jeden Fall auch, wo sind die alle geflogen. Und dann kann man natürlich, würde man wahrscheinlich sehen, am Ende vom Tag, dass dann sehr viele eben hier unten diese klassische Rennstrecke nach Süden genommen haben. Und oben war ich halt einfach relativ alleine. Also auch das ist was, wo man sieht, ah, okay, wer war zu welcher Uhrzeit an welcher Stelle, ist eigentlich ja eine ganz nette Funktion, was man mit den Daten hat, die da drin sind. Gut, jetzt habe ich gesagt, wir haben einige andere Flüge. Wenn man mal in den Feed reingeht, da sieht man die Flüge von seinen Freunden. Das ist zum Beispiel, was war das, 6.7. Schauen wir mal da drauf. Gut, und jetzt haben wir hier am 6.7. zum Beispiel der Jens Jürgen, der immer tolle Strecken von Giebelstadt ausfliegt, ist auch an dem Tag geflogen. Auch hätte ich gleich runterscrollen müssen. 1003 Kilometer. Und dann, wenn ich einfach sowas vergleichen will, was er mir nicht als Gefährte anbietet, gruppiere ich mir einfach oben, doppelklicke kurz auf die Nummer drauf, dann markiert er sie oder anders, irgendwie anders markieren. Und dann kann ich einfach meinen Flug nehmen, Komma, den anderen Flug anzeigen und dann habe ich diese zwei Flüge. Kann ich auch mehr als zwei Flüge nehmen, kann ich auch 3, 4, 5 Flüge nehmen. Und jetzt kann man sich die dann zusammen anschauen. Die Taktik, wenn man sieht, er ist nochmal viel früher gestartet als ich, war da in der Luft und dann bin ich erst und da ist er schon abgeflogen und war schon weiter im Norden. Schauen wir uns die Satellitenbilder wieder an, ob dann da, okay, irgendwo muss da schon was gewesen sein. Schauen wir mal, also er ist bis hierher abgeglitten und dann genau sieht man hier oben bilden sich da die Wolken, wo halt in Kitzingen einfach noch nichts war. Natürlich Eigenstarter, da geht sowas etwas einfacher und auch das Abfliegen ins Risiko rein. Wenn halt einfach nichts ist, kann ich den Motor schmeißen und mal zurück umkehren. Interessant auch das Learning, er ist bis auf 1600 Meter gestiegen. Ich bin ja auf quasi unter 1000 Meter geblieben oder so unter 1000 Meter Grund auf jeden Fall. Er ist auf 1300 Meter Grund ungefähr hoch. Das bedeutet natürlich, er muss am Anfang oder am Schluss, wenn er wieder ankommen will, halt mit 300 Meter Höhe ankommen, weil ich habe nur 1000 Meter Energie, die ich bekomme bei der DMST-Wertung, wo ich den Flug sonst für irgendwas nutzen kann. Und tatsächlich hat er auch für den Flug in der DMST nur 800 Punkte bekommen, weil tatsächlich er ist nicht beendet worden. Man sieht es hier hinten, auch da ist wieder der Motor gezogen worden. Also das heißt, er hat es eigentlich auch nicht geschafft. Der freie Flug waren 1000 Kilometer, also herzlichen Glückwunsch dazu. Nur, sagen wir mal, sowohl vorne das hohe Risiko und am Schluss wäre es dann quasi eine Außenlandung geworden, wenn ich jetzt keinen Motor gehabt hätte. Also das ist einfach das Learning. Ich muss noch reicher werden, um mir einen Motor leisten zu können. Zumindest jetzt mal hier von unserem Startplatz aus oder halt irgendwo anders hinfliegen. Aber nehmen wir jetzt wieder mal die Satellitenbilder raus, schauen uns den ganzen Flug an und dann sieht man halt einfach die bessere Wahl vielleicht der Wendepunkte. Also hier der Jens ist dann auf unserer Seite vom Thüringer Wald hier oben geblieben. Gehen wir hier hoch in den Bereich rein, wo wir angekommen sind. Ich bin also weiter südlich her und dann mein Queren hat ein bisschen Zeit gekostet, wo er dann halt einfach direkt runtergerast ist. Er ist auch näher an Weiden geblieben, da waren ja dann diese guten Bärte, wie wir vorhin gesehen haben, also einfach eine bessere Flugwahl. Und dann aber hat er tatsächlich den Flugweg verändert und auch das haben wir gesehen, dass er hier im Osten dann die besseren Bärte waren und ist dann im Osten rüber und natürlich bei Kam oder ein bisschen weiter südlich sogar den Wendepunkt gesetzt, wenn dessen ich dann das Blaue bin und da hat er mich dann wieder überholt. Und dann auch hier, er ist runtergeflogen, einfach die ganze Schwäbische Alb und dann ein bisschen dann vorbeigemogelt, ganz knapp an Stuttgart und dann auch wieder den gleichen Flugweg hoch, den ich dann genommen habe. Also da sieht man einfach, er fliegt viel mehr Strecke, viel mehr Erfahrung in der Streckenausschreibung und das sind einfach so Learnings, die man dann sich mitnehmen kann. Einfach bessere Strecke, aber auch in dem Fall ein Eigenstarter wäre vielleicht auch nicht so verkehrt dafür. Also das ist jetzt einfach so eine Geschichte, was man sich alles damit anschauen kann mit dem Weeklight. Ein absolut super Tool für die Analyse und um da dann einfach ja besser zu werden, besser zu fliegen. Phasenanalyse, Satellitenbilder, die zwei Tools sind sehr mächtig, dass man hier quasi gleich sehen kann, wo jemals, wo waren wir da jeweils und auch hier nach oben wirklich gute Wolken gehabt und dieser Flatsch hier, wo ich dann zu der Zeit ungefähr war, der war schon ein bisschen dicker, wenn dessen hier oben noch schöne kleine ausgeprägte Kumuluswolken. Also das ist schon einfach eine ja, sehr gute Flugwahl gewesen. Ich hatte eine sehr schlechte Flugwahl gehabt. Also gerade am Schluss einfach zu sagen, ich möchte darüber fliegen in den nochmal in den Pfälzerwald. Also keine Ahnung, was mich da geritten hat.
Okay, das war jetzt einfach mal so die Analyse eines Fluges. Man kann jetzt nochmal schauen, vielleicht noch mal ein paar andere hernehmen. Was war an dem Tag? Gehen wir mal den Tag her hier oben. Das war der 6.7. Und nehmen wir mal die Nachbarplätze. Wir hatten ja jetzt eben gerade Giebelstadt. Wer da gestartet ist, da ist eben hier die 1000 Kilometer. Schauen wir mal, was Bamberg gemacht hat, was nicht so weit ist. Hat auf mal dem Tag nichts. Nehmen wir mal AC Bamberg, nehmen wir mal den Flugplatz Bamberg. Also man hat immer Verein und Flugplatz. Genau, Bamberg-Breitenau, der Flugplatz. Da ist Horst Singer gestartet, 800 Kilometer. Dann schauen wir, ob Schweinfurt jemand raus ist an dem Tag. Schweinfurt Süd, nee, ist auch nichts. Burg Feuerstein an dem Ding, oh, das sind einige und da sogar auch zweimal 1000 Kilometer. Dann nehmen wir die Flüge jetzt einfach mal her, zeigen, zeigen und jetzt hier gleich in dem Fall nehmen wir die ID hier. Mein Flug ist weg, gehe ich nochmal auf Profil, klick den Flug an, nehme den nächsten vom Patrick mit rein und wer war noch da? Julian, Hamburg, Feuerstein rein, aber auch da sieht man beide mit einem Turbo drin. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein Erfolgsgeheimnis. Ach ja, und natürlich Hammelburg. Da müsste doch der Erik starten, genau. Und auch der Erik, oh Gott, das war die Burg Feuerstein, genau, der Erik auch immer sehr zuverlässig. Und okay, aber auch mit einem Turbo. Nehmen wir die mal her. Und jetzt haben wir hier vier Flüge drin. Und dann kann man sich die auch die wieder alle parallel anschauen. Also in Burg Feuerstein wurde zuerst gestartet. Dann ist der Erik oben in Hammelburg gestartet. Dann bin ich und auch mal bald nochmal in Burg Feuerstein. Im Prinzip ja, unterschiedliche Routen, also einer ist, wer ist das hier? Jetzt bin ich leider ein bisschen farbenblind, das wäre nochmal ein Hinweis, ob man da irgendwas ein bisschen besser machen kann. Ich glaube, der Patrick, der zuerst ist, genau, der hat eine andere Flugwahl genommen. Nehmen wir ihn mal kurz raus oder schauen wir uns doch mal kurz an, was er gemacht hat. Und die anderen sind dann unten, ach tatsächlich, das hier unten an der Hahnweide einmal nur ein bisschen reinfliegen, dann wieder zurückfliegen und zurück. Auch das hatte ich mir überlegt als Option. Auch das wäre vielleicht geschickt gewesen. Und so kann man sehen, wer dann jeweils wo war. Also auch das ist eine ja, tolle Sache. Und man sieht aber immer schon, selbst bei vier Flügen, die dann gut waren, bilden sich halt gewisse Rennstrecken raus. Und dann kann man mal schauen, okay, was sind hier für Wendepunkte. Man sieht auf jeden Fall, alle anderen sind auf der Südseite des Thüringer Waldes geflogen. Nur ich war so doof, bin hier auf die Nordseite drauf. Also das ist erstmal ja ein Learning. Und dann halt einfach mehr mit dem Bayerischen Wald spielen. Auch das ist was, bin ich halt einfach hier im Blauen den Wendepunkt gelegt. Also einfach das größte Argument, glaube ich, ist neben dem ja, späten Thermikbeginn bei uns in Kitzingen einfach doch die klassische Flugwahl nehmen. Ich meine, auch bei Late Night Sorgen werden die ganzen Schenkel ja alle immer besprochen und das hat dann schon einen Grund, dass es so ist. Flugplatzankunftshöhe ist noch eine Sache, die wir uns nicht besprochen haben. Nehmen wir mal die anderen wieder raus. Aber das ist eigentlich auch nicht, was so relevant ist, weil die Ankunftshöhe zeigt eben auch immer das Navi an. Moment, kriegen wir wieder rein, Flugplatz, Ankunftshöhe, so. Und dann sieht man einfach hier zu jedem Zeitpunkt immer die Meterwerte, wie hoch war ich dann, wo fliegen wir da mal vorbei hier, einfach welchen Flugplatz hätte ich in wie viel Meter Höhe erreicht. Auch da sieht man, wie es ist, weil das Risikoprofil oder wie hat man es vielleicht auch anders eingeschätzt, wenn man ja über den Bayerischen Wald ist, gerade wenn man wirklich ein bisschen weiter außen fliegt, da gibt es ja einige Bereiche, wo es wirklich sehr unangenehm ist, weil man dann ja in der Regel das Gelände sehr hoch ist, das heißt, es fühlt sich tief an und dann ist es da halt einfach überall nur Wald. Also das sind auch einfach Sachen, wo man danach sieht, okay, was hätte ich denn noch erreicht oder nicht. Aber im Flug eigentlich hat man das ja immer im Rechner mit drin, also selbst wenn ich nur mit oder was heißt nur, ich mache es auch gerade, ich fliege auch nur mit XC-SOAR, aber diese Sachen hat man immer mit drin. Gut, jetzt haben wir uns die Funktion der Karte angeschaut. Jetzt ist ein Punkt erstmal die Statistiken. Bei jeder Wettbewerbsform, die man hat, gibt es dann unterschiedliche Statistiken. Und schauen wir bei Free an. Gehen wir jetzt wieder her. Unsere Schenkel.
wo bin ich wie viel geflogen und wie schnell. Immer am Anfang ganz langsam, weil ich ewig lang bei Kitzing rumgegeigt bin. Danach aber eigentlich auch zu langsam, nie irgendwas über 100, nur am Schluss den Endanflug. Also da schäme ich mich fast ein bisschen für mit dem Flugzeug bei dem tollen Wetter. Aber ja, so ist es halt. Man sieht letztendlich, wie viel Prozent war man jetzt in einem Aufwind drin, wie viele Aufwinde hat man gehabt, es steigen 1,1 Meter, 1,7, 1,9, 1,5, 1,5, hätte auch mehr gehen müssen, also das nächste Learning, ich bin da einfach zu schlecht gekurbelt und man sieht beim Kreisen hier, es kommt einem immer steiler vor, aber ich hatte nur einmal 41 Grad im Schnitt, sonst 36, 33, 36, also auch hier ist das Learning, man einfach schneller, oder nicht schneller, sondern einfach enger um die Kreise rum, dass ich einen geringeren Radius habe, dann kriege ich vielleicht auch einfach bessere Steigwerte in einfach im Flug, weil natürlich weniger Zeit im Steigen ist eigentlich die Hauptessenz, um überhaupt schnell voranzukommen, weil immer jeder halbe Kreis geht rückwärts oder man bleibt in der Zeit auf der Stelle stehen, gerade wenn ein sinnloser Versuch ist, wie hier die Versuche, im ersten 11 Versuche, das war natürlich um den Flugplatz herum, aber auch sonst habe ich viel zu viele Versuche immer wieder gebraucht, 6 Versuche für 17 Aufwinde, also sage ich mal, einer von dreimal einkreisen oder suchen war halt sinnlos und man sieht es hier hinten, da habe ich halt dann 0, irgendwas steigen immer. Also das macht einem den Schnitt auch kaputt. Mein Learning daraus, weil ich weiß es nicht so genau, also ich an dem Tag immer wieder bin ich dann sofort eingekreist, dann war der Bart weiter hinten, bin ich ein bisschen durchgeflogen, dann muss ich wieder ein bisschen zurückfliegen. Also ich habe es irgendwie noch nicht so richtig raus, das zu finden. Es sieht immer bei Stefan Langer und allen anderen YouTubern auch mal so toll aus, die kreisen ein, haben den Bart sofort erwischt und gehen einfach konsequent hoch. Das haben wir nicht geschafft. Vielleicht aber auch, die fliegen alle mit guten Varios, dass man sich halt entweder dieses Lazarus oder Larus oder wie das neue Projekt vom Stefan Langer heißt, oder halt einfach mit dem Hawk, was sehr teuer ist, aber dass man vielleicht doch ein gutes, modernes Vario holt, was einem einfach diese Steigwerte ein bisschen besser anzeigt, die auch diese ganzen Fehler mit rausrechnen, die ja alle sehr viel mit GPS jetzt auch mitarbeiten und mit diesem Kalman-Filter, der einfach Störungen rausrechnet. Also auch das ist ein Learning, dass ich auf jeden Fall im nächsten Jahr mit einem neuen Vario fliegen werde. Ich weiß nicht genau welches, ist eine Kostenfrage, aber das ist eine Sache, die man sich hier dann auch wirklich lernt, einfach weniger Fehlversuche zu machen. Oder halt einfach mehr fliegen, dass man das Flugzeug besser lesen kann. Auch da der Ventus voll mit Wasser, also voll mit der Pik, die habe ich nie mit Wasser geflogen und der hat relativ steife Flächen gehabt. Also die hat mir die Thermik, da wusste ich immer zum Beispiel, ja, in welcher Richtung die ist. Ich muss gestehen, jetzt auch nach 3 Jahren mit dem Ventus, ich habe noch nicht herausgefunden, gerade wenn er voll mit Wasser ist, die Thermik kommt und ich weiß nicht, ob die links oder rechts steht. Also wenn da irgendjemand einen Tipp dafür hat, bitte gerne in die Kommentare rein oder mich mal anschreiben, wie weiß ich, ob ich links oder rechts rum einkreisen muss. Gleitphasen, auch da wieder viel zu langsam geflogen, war aber auch bedingt dadurch, dass ich einfach so schlecht gestiegen bin und wenn ich dann einfach so schnell fliege und die Höhe wieder verballere, das bringt dann irgendwie auch nichts. Also ich war auch zu langsam im Vorflug, vielleicht auch zu wenig dazwischen geklitten, aber immer wieder, wenn ich dann so tief bin, ist es so unangenehm und ich will die Außenlandung in jedem Fall vermeiden und habe immer wieder an Flügen, wenn ich dann wirklich richtig tief komme und nichts finde, dann brauche ich ewig, bis ich wieder ausgrabe. Also da habe ich für mich herausgefunden, so Stay High ist vielleicht eine Strategie, aber wahrscheinlich nicht die Strategie, um schnell voranzukommen. Aber dann sehe ich halt auch Piloten, die wirklich gut und schnell fliegen, dass sie ja dann auch ab und zu halt mal ihren Turbo dann zücken oder sowas, wenn sie sich dann halt doch verkalkuliert haben. Also auch da glaube ich, ist einfach ein Faktor, dass ich einfach einen Hilfsmotor habe. Deswegen würde es mich auch wirklich freuen, wenn da einfach diese Unterscheidung viel stärker gemacht wird bei den Wertungen mit Hilfsmotor oder ohne, weil das macht, glaube ich, schon einen riesen Unterschied aus, wie risikobereit man einfach abfliegen kann früh, wie tief man runtergleiten kann, weil das sind natürlich alles, wenn ich zwischendrin nur eine Thermik statt 3 Thermik oder sowas mitnehme, muss ich natürlich zweimal nicht suchen und nicht erstmal das überhaupt zentrieren. Also das sind schon alles Faktoren, die das ausmachen. Okay, es gibt jetzt verschiedene Wertungen hier, nur die reine Dreieckswertung und dann sind die Statistiken immer jeweils berechnet für die jeweilige Wertung. Out und Return ist eigentlich eine Sache, die ich immer ganz gerne fliege zum längsten Punkt. In dem Fall war es jetzt beim Dreieck nicht, aber ansonsten, die wird ja immer stärker, glaube ich, jetzt auch honoriert oder gepusht. Gibt auch immer tollere Out- und Return-Flüge. Auch da war auf YouTube ja einiges jetzt zu sehen vom Steffen Langner, wo er da in die Schweiz geflogen ist. Also das ist eigentlich ein tolles Thema.
Sprint hat mich eigentlich ein bisschen geschockt, dass ich auch bei den schnellsten 2 Stunden gerade mal 200 Kilometer zurückgelegt habe. Also ich war in dem ganzen Flug einfach überall nur langsam. Also auch bei den Bereichen, die ein bisschen besser gingen, war ich halt einfach langsam. Also das ist, sage ich mal, nicht schön gewesen. Und dann DMSST. Mit der Anmeldung habe ich jetzt auch nicht so viele Punkte bekommen, weil eben ja das Dreieck nicht geschafft. Ich meine, das ist ja einfach die Wette. Schafft man, was schreibt man aus? Lieber ein bisschen weniger ausschreiben. Hätte ich dann aber, was hätte man da noch weniger ausschreiben sollen? Das war ja so jetzt schon nicht unbedingt die Welt, was ich da riskiert habe. Aber auf jeden Fall ist es spannend. Im letzten Jahr war ich ein bisschen erfolgreicher bei den DMSST-Sachen und das sind einfach jetzt die Wertungen und jeweils mit den Statistiken unten drin, um sich das ja, einfach zu analysieren. Ich glaube, WeGlide hat da was ziemlich Cooles gebaut. Wenn man das wirklich aktiv nutzt, um seinen Flug selber nachzubereiten, dann kann man da sehr, sehr viel draus lernen und dann einfach, wenn man den nächsten Flug ausschreibt, wenn man das nächste Mal irgendwo hinfliegt, halt einfach überlegen, wie war das zu dem Zeitpunkt, was habe ich da falsch gemacht, zum Beispiel Flugplanung, Wendepunkte setzen und ähnliches. Das ist was, was ich jetzt als nächstes angehen werde. Dann sich um gutes Vario kümmern, werde ich jetzt angehen und einfach ja an den klassischen Rennstrecken bleiben, insbesondere wenn man doch einen so schwierigen Startpunkt hat. Late Night Zeugen hat ja mal irgendwie den Bereich hier oben analysiert und hat dann quasi gesagt, von Bayreuth immer weiter westlich man geht, umso schlechter einfach wird da die Thermik und die Entwicklung und das ist halt einfach so, man probiert immer die klassischen Rennstrecken dran zu kommen. Okay, das war mal meine Vorstellung der ganzen WeGlide-Funktionen. Wenn ihr noch gute Tipps dazu habt, dann schreibt sie in die Kommentare rein. Generell ist da so viel drinne. Und wenn ihr die Dokumentation sucht, gerade was es so an Wettbewerbsformen gibt, zum Beispiel WeGlide, DMSST-Regeln, ist dann zum Beispiel, was ich gerne immer über Google rein, weil unten über WeGlide finde ich es ein bisschen schwieriger, bis ich das finde. Aber hier sind dann die ganzen sagen wir mal, Regeln, was es Punkte gibt, was es Multiplikatoren gibt, welche Wertungen es gibt. Und da sollte man vielleicht auch einmal durchlesen. Zum Beispiel kann man mit Mehrfachumrundung im besseren Wetter vielleicht was machen oder so. Also da gibt es schon viele spannende Sachen, für die es Punkte gibt. Also ich glaube, da sollte jeder irgendwie was finden, wo man sich vielleicht dann ein bisschen seinen Fokus drauflegen kann. Gut, und damit jetzt wirklich zum Schluss. Das war's. Viel Spaß, gute Flüge, sichere Flüge und probiert mal ein bisschen eure Punkte in der DMSST und im WeGlide zu optimieren. Bis dann. Euer Arnulf, ciao.